Hallo Leute, heute möchte ich meine persönliche Liste der 7 besten Laptops bis 400 Euro mit euch teilen. Ich weiß, dass viele von uns ein begrenztes Budget haben, aber das bedeutet nicht, dass wir auf Qualität und Leistung verzichten müssen. Deshalb habe ich mich auf die Suche gemacht und die besten Optionen gefunden, die euer Geld wert sind. In diesem Video werde ich jeden Laptop im Detail vorstellen und euch die Vor- und Nachteile jedes Modells zeigen. Von der Leistung über das Design bis hin zur Akkulaufzeit. Ich werde alles abdecken, was ihr wissen müsst, um eine informierte Kaufentscheidung zu treffen. Aber bevor wir beginnen, möchte ich euch daran erinnern, unseren Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken, um benachrichtigt zu werden, wenn wir neue Videos veröffentlichen. Vergesst nicht, das Video zu liken und uns eure Meinung in den Kommentaren mitzuteilen. Die Links zu allen Laptops werden in der Beschreibung des Videos zu finden sein. Lasst uns also loslegen und die besten Laptops bis 400 Euro entdecken. Ich persönlich kann das Lenovo V15 82QY000AGE als einen großartigen Laptop empfehlen, der sich perfekt für den täglichen Gebrauch eignet. Mit einem 15,6 Zoll Full HD Display können Bilder und Videos in gestochen scharfer Qualität angezeigt werden. Das Laptop-Gehäuse besteht aus strapazierfähigem Kunststoff, wodurch es stabil und robust ist. Es ist außerdem mit einem Intel Pentium Silver N6000 Prozessor, 8 GB DDR4 Arbeitsspeicher und einer 256 GB SSD ausgestattet, was für schnelle und reibungslose Leistung sorgt. Einziger möglicher negativer Punkt ist, dass der Laptop nicht für anspruchsvolle Aufgaben wie Gaming oder Videobearbeitung ausgelegt ist. Aber für Alltagsaufgaben wie Surfen im Internet, Bearbeiten von Dokumenten oder Ansehen von Filmen ist er eine ausgezeichnete Wahl. Der HP 17CN0213NG ist ein leistungsstarker Laptop, der perfekt für produktives Arbeiten, Multitasking und Entertainment geeignet ist. Mit einem 17,3 Zoll Display bietet er eine beeindruckende Auflösung von 1920x1080 Pixeln und liefert scharfe und klare Bilder mit lebendigen Farben. Unter der Haube wird der Laptop von einem Intel Pentium Silver N5030 Prozessor angetrieben, der zusammen mit 8 GB DDR4 RAM eine reibungslose Leistung garantiert. Zudem verfügt der Laptop über eine schnelle 256 GB M.2 NVMe SSD, die ausreichend Speicherplatz bietet und schnelle Ladezeichen ermöglicht. Der HP 17CN0213NG hat auch eine beeindruckende Batterielaufzeit von bis zu 8,5 Stunden und bietet eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter USB-C, USB-A, HDMI und ein SD-Kartenleser. Leider ist das Gewicht des Laptops etwas höher als bei anderen Laptops in dieser Preisklasse, was ihn weniger mobil macht. Außerdem könnte das Design etwas schlanker sein. Trotzdem ist er ein leistungsfähiger Laptop, der ideal für Benutzer geeignet ist, die viel Arbeit erledigen und gleichzeitig auch Unterhaltung genießen möchten. Das Chuvi Gamebook Pro ist ein sehr erschwinglicher Laptop mit einem schicken und schlanken Design. Mit einem 14 Zoll Full HD IPS Display bietet es eine hohe Auflösung und klare scharfe Bilder. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Metall gefertigt und hat eine beeindruckende Haltbarkeit. Der Laptop verfügt einem Intel Celeron N5100 Prozessor, der für eine reibungslose und schnelle Leistung sorgt. Mit 8 GB LPDDR4X RAM und einer 256 GB SSD bietet das Chuvi Gamebook Pro genügend Speicherplatz für alle ihre Dokumente, Bilder und Videos. Es ist außerdem mit einer hintergrundbeleuchteten Tastatur und einem Touchpad ausgestattet. Das einzige mögliche Negative ist, dass es nur einen USB-C und USB 3.0 Anschluss gibt. Der Acer Swift One SF11434P98C ist ein schlanker und leichter Laptop, der sich perfekt für unterwegs eignet. Mit seinem 14 Zoll Full HD Display bietet er eine gestochen scharfe Bildqualität und eine angenehme Größe zum Arbeiten. Der Laptop ist mit einem Intel Pentium N6000 Prozessor und 4 GB RAM ausgestattet, was für eine solide Leistung sorgt. Auch die Akkulaufzeit kann sich mit bis zu 15 Stunden sehen lassen. Der Acer Swift One verfügt zudem über eine beleuchtete Tastatur und einen Fingerabdrucksensor für eine einfache und sichere Anmeldung. Ein weiterer Pluspunkt ist der Preis. Für unter 400 Euro bekommt man hier ein gutes Gesamtpaket. Der einzige Nachteil ist der begrenzte Speicherplatz von 128 GB SSD. Das Lenovo IdeaPad 3i Slim 15ITL05 81X8006XGE ist ein weiterer großartiger Laptop in dieser Preisklasse. Mit einem Intel Celeron 6305 Prozessor und 4 GB RAM kann dieser Laptop die meisten alltäglichen Aufgaben mühelos bewältigen. Der 15,6 Zoll Bildschirm bietet eine Auflösung von 1920x1080 Pixeln und eine Helligkeit von 250 Nits, was für ein angenehmes Seherlebnis sorgt.
Der Laptop hat auch eine schnelle 128 GB SSD, die für schnelle Boot- und Ladezeiten sorgt. Der Akku hält bis zu 5,5 Stunden, was für die meisten Nutzer ausreichend ist. Das Lenovo IdeaPad 3i Slim 15ITL05-81X-8006XGE ist auch recht leicht und wiegt nur etwa 1,7 Kilogramm. Ein Nachteil ist jedoch, dass es keine dezidierte Grafikkarte hat, was bedeutet, dass es für aufwendigere Aufgaben wie Spiele oder Videorendering nicht optimal geeignet ist. Der Acer Aspire 3 A315-23R19K ist ein leistungsstarker Laptop, der ideal für den alltäglichen Gebrauch geeignet ist. Mit seinem Athlon Silver 3050U Prozessor und 8 GB DDR4 RAM ist er schnell und zuverlässig. Zudem bietet er mit seiner 128 GB großen SSD-Festplatte ausreichend Speicherplatz für all ihre Dateien, Fotos und Videos. Das 15,6 Zoll Full HD Display sorgt für eine klare und gestochen scharfe Bildqualität, während die integrierte AMD Radeon Grafikkarte ein flüssiges Gaming-Erlebnis ermöglicht. Auch die Akkulaufzeit kann sich sehen lassen. Mit bis zu 9 Stunden Betriebszeit müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass Ihnen der Saft ausgeht. Leider hat der Acer Aspire 3 A315-23R19K auch einige negative Punkte. So ist das Gehäuse aus Kunststoff gefertigt und wirkt daher etwas weniger hochwertig als bei anderen Modellen. Auch das Touchpad ist nicht so präzise, wie es sein sollte, was die Bedienung etwas schwieriger macht. Insgesamt ist der Laptop jedoch ein solides und zuverlässiges Gerät zu einem erschwinglichen Preis. Das Lenovo IdeaPad Duet 3 ist ein vielseitiges 2-in-1 Laptop mit einem 10,95 Zoll Display, das auch als Tablet verwendet werden kann. Es ist ein perfektes Gerät für Leute, die unterwegs arbeiten oder studieren. Das Display hat eine Auflösung von 2000x1200 Pixeln und ist mit einem Touchscreen ausgestattet. Das IdeaPad Duet 3 wird von einem Qualcomm Snapdragon 7C Gen 2 Octa-Core Prozessor und 4 GB RAM angetrieben und bietet eine Speicherkapazität von 64 GB. Es ist auch mit einer 5-Megapixel Frontkamera und einer 8-Megapixel Hauptkamera ausgestattet, die für Videokonferenzen und schnelle Schnappschüsse geeignet sind. Der Akku hält bis zu 12 Stunden und das Gerät wiegt nur 0,52 Kilogramm. Einige mögliche Nachteile sind die begrenzte Speicherkapazität und der kleine Bildschirm für längeres Arbeiten. So, das waren sie also, die 7 besten Laptops bis 400 Euro. Ich hoffe, ich konnte euch mit meiner Vorstellung einen guten Überblick über die verschiedenen Modelle geben und ihr habt jetzt eine bessere Vorstellung davon, welcher Laptop für eure Bedürfnisse am besten geeignet ist. Alle Links zu den vorgestellten Laptops findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann abonniert meinen Kanal, klickt auf die Glocke, um benachrichtigt zu werden, wenn ich neue Videos veröffentliche, liked dieses Video und hinterlasst mir gerne eure Meinung oder Fragen in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.